Da sind wir wieder. Pre-Leveling ist beendet. Aber was ist nochmal gerade passiert, hast du erzählt? Ich bin leider, weil ich durch die Trainer durchgerusht bin, irgendwann nach Olivianer City gerannt und habe leider das kleine Cutscene-Event an der Arena ausgelöst, bei dem der Rivale ankommt und uns bejammert, wie schwach wir doch sind und dass die Arena-Leiterin ja nicht da ist. Tut mir schrecklich leid, dass ihr das nicht selber miterleben könnt, aber... ein kleiner Fehler von mir. Hey, rücken die Typen hier vorne nicht mal Items raus oder war das nur ein Schwarz? Ich glaube, das ist hier nicht so. Nein. Na dann. Oh, da war ja was mit Löchern. Du musst hier immer ziemlich genau vor den Trainern. Danke für die Info. Weiter? Ein Pixel zu weit. Ja, ein Schritt zu weit. Immer wenn du den Trainer vor dir siehst, nach oben. Hi. Ja, und jetzt seht ihr gleich erstmal schön unsere neuen, stärkeren und besseren Pokémon in voller Pracht. Wir haben nur noch vier dabei, weil, wie erwähnt, Kotztüte und Help Me jetzt auf der Box liegen. Und ja, Help Me ist auch eine Referenz. Nice. Brüller, bist du noch nicht losgeworden, oder? Ich hab nichts Neues gelernt. Das sind alles die Attacken, die ich schon die ganze Zeit hat. Schade. Ich würde übrigens mit Biss attackieren, weil unlichte Attacken gegen Geist-Pokémon wirkungsvoll sind. Danke für die Info. Ich bin nicht so gut im Job. Ja, ich bin nur 7 Level über dir. Der Arena-Leiter dürfte mit diesem Team auch kein großes Problem mehr bilden. Ich meine, Dan hat auch bis Attacke. Dann haben wir noch Fudo, das gegen Geistattacken übermächtig ist. Kann ich fliehen? Brauch ich nicht. Wenn man fast one-hittet. Und ja, Nebulak hättest du gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Ah. Ja. Ich muss, glaube ich, gleich einen Paraheiler kurz benutzen gehen. Haben wir ja drin. Haben wir alles im Inventar. Ja. Also jetzt nach dem Kampf. Ja, ich hab ja auch wieder ein bisschen Shopping betrieben. Was hast du mir alles gekauft? Ein paar Tränke. Habe ich aber auch einige beim Powerleveln wieder verbraucht. Fluch, die ziemlich genau dümmste Attacke, die dieses Pokémon hätte benutzen können. Ich meine, wenn du es jetzt triffst, egal ob mit Glut oder mit... Ja, aber trotzdem, ne? Egal ob du es jetzt mit Glut oder mit Biss triffst, es ist besiegt. Blöpp. Da sieht man. So, und da ich gerade zu faul bin, um zu Pokémon zu zurückzulassen, werde ich einfach mal das Inventar benutzen. Ja, einen Trank und Paraheiler reinschmeißen. Die 3 KP, die kann das auch nicht haben. Da verzichtet Soul mit Freuden drauf, muss ich glaube ich sagen. Ja. Hauptsache, es wird geschlachtet. Hallo, gut, dass du gekommen bist. Ja. Hier in Take City werden Pokémon verehrt. Man sagt, das legendäre Pokémon. Nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ja, er scheint ja ein unglaublich starker Trainer zu sein, denn er 45 legendäre Pokémon getroffen hat, aber nie eine Top 4 Runde gewonnen hat. Also nie einen von der Top 4 besiegt hat. Obwohl sie sich zurückhielten. Wir haben sich zurückgehalten und hat verloren. Aber 100 Pro. Was für ein Weichei. Aber an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheim trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Gleich dreht er sich um. Noch hier, ein siehst wenig, du diese Tür? Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Ja, dich in den Boden zu stampfen. Ungespitzt. Ja, ungespitzt. Ja, aber wo wir gerade schon beim Thema waren, Ash besiegte nie einen Top 4 Kandidaten. Dass sie sich zurückhalten, merkt man daran, dass Drake, oder auch Dragan, wie er im Spiel heißt, in seinem Kampf nur ein Draschel verwendet. Nicht sein Libeldra, nicht sein Brutalanda, nur Draschel. Kollege. Der Typ ist gefaked. Ja.
dieses Nebulak erinnert. Das ist jetzt Soul Eater gesehen. Dieses Nebulak erinnert mich irgendwie an eines von diesen Seelen. Ja, irgendwie schon. Was super passt, irgendwie. Das passt wirklich perfekt gerade. Ja. Und Apollo, du bist auch nicht viel besser. Die sterben. Volltreffer, instant kill. Level 36, jetzt seid ihr sowieso gezwickt. Bodycheck, ja, jetzt kann ich Brüller loswerden. Brüller ist bedingt nützlich, ne? Aber halt nicht in unserer Situation. Im Competitive Play ist es total nützlich, wenn man einen Brüller hat und der Gegner sich aufpumpt mit seinen Statuswerten hochgeht in die Höhe, ne? Und du den einfach mit Brüller wieder auf den Ring schmeißt. Ja, aber wir machen kein Competitive Play, also piss dich. Eben, sag ich doch gerade, ne? In unserer Situation total nutzlos. Bodycheck würde ich aber wirklich nur in Notfällen verwenden. Habe ich auch nicht anders drauf. Bodycheck macht Rückstoß. Rückstoß ist scheiße. Hallo Gengar, ich hab dich im Pokémon Mystery Dungeon gehasst und jetzt geht es drauf. Was? Ach, das ist er. Fail. Ich hab das Ding im Pokémon Mystery Dungeon wirklich gehasst. Also ich fand die Geschichte von Gengar in Pokémon Mystery Dungeon eigentlich ganz nice. Ja, das schon, aber ist ja nah. Ich schlafe und er wird noch. Wie dumm. Vor allem, ne? Du hast ein Pokémon, das eigentlich verdammt gut gegen ihn ist, ne? Ja, und jetzt habe ich ein kleines Problem, da ich gerade Tonnen HP verloren habe wie ein Traumfretter. Ich glaube, er kann mich nicht mit einem Hit killen, von daher B. Spukball. Er konnte mich mit einem Hit killen. Okay, jetzt reicht. Okay, nochmal machst du die Scheiße nicht. Entschuldigung, aber nochmal machst du die Scheiße nicht. Haha! Donnerwelle! Gott! Ich hab keinen Aufwecker mehr! Traumfresser! War klar, wenn ich dich verrecke, dann geh ich ein paar mehrere Aufwecker kaufen! Donnerwelle! Mach Paralyse! Danke! Donnerschock! Horrorblick. Ja, lieben gerne. Ich schock dich nur weiter zu Brei. Da das Ding hier Donner ist, macht Donnerschock mehr Schaden wie ein paar Attacken. Da ich kein Bicht oder so besitze. Mit dem hier. Wie viele Pokémon sind bei dir schon ausgeschieden, bitte? Eine. Okay, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Nein. Weil ich meine, ich habe dir ein Team hinterlassen, mit dem du diesen Kampf eigentlich nicht verlieren kannst. Ich kann nicht verlieren. Ich wollte nur einfach mit dir den 25er klatschen. Da das Ding jetzt wieder nur 23 ist, wechsle ich jetzt auf Dan, damit er auch geht. Und das kriegt mir jetzt das E-Sense. Licht des Todes. Nachtnebel. Nachtnebel. Ernsthaft. Bis. Tschüss. Volltreffer, instant kill! Ja, danke für den Orden für die 2300 Poké-Dollar! Phantomon! Danke für die Mal. Ich hab deine Pokémon genossen. Naja, nicht wirklich genossen, weil, naja, ich kann sie ja nicht essen. Aber ich glaube, Soul hat dein Dingens da. Nebulak heißt es, glaube ich, gemobbt. Und vor allem die gerade der XP. Ja, danke, Spukball. Spukball gefällt mir gar nicht. Und da ich jetzt faul bin, die ganzen Hitchen weg zurückzulaufen. Nicht eine Abdeckung. So, ich muss das Pokémon Center in der Stadt finden, da ich ja nicht die ganze Aufnahme gekriegt habe.
Punkt meiner Orientierung. Sehr kacke ist, wenn ich selber hier rumrenne. Ach, ja, Focus Center. So. Warte mal, konnten wir uns nicht jetzt Evoli krallen? Ja, aber das machen wir gleich nachher dann wieder offscreen. Ja. Ich mein, Evoli zu ergattern ist wirklich nur zurückmarschieren und Bildern labern. Mal sehen. Wo gab's Surfer? Tanztheater. Mal gucken, wo das war. Schön. Tanztheater gefunden. Ich nehme an, irgendeiner von denen, irgendeiner hier hat. Mal gucken. Ich fange mal mit dir an. Dann du, rück Surfer rauf. Danke für die Aufgabe, ich darf vier Typen nieder. Ja, ich darf ein paar Typen schlachten, um mich ehrlich zu sagen. Fünf. Ja, darfst du. Ich werde dich von dem Boden stampfen. Toll hat Hunger. Okay. Das ist ein Witz. Witz. Sandwirbel. Schaufler. Macht doch nicht mehr Damage. Vor allem kann ich den Sandwirbel nicht treffen. Der eine. War das gerade Crit Damage? Oh ne. Ja. Mein Feuer-Pokémon ist in der Feuer-Arena verdammt gut. Das war Flamara, obwohl ich mich wundere, dass es nicht die Rote getragen hat. Die tragen generell nicht die richtigen Farben. Ja. Tisana. Burn. Oh, ich bin so froh, wenn ich das gegen euch einsetzen kann. Scheiß Konfusion, die Damage macht. Du brennst! Oh, schade, ich dachte, du brennst jetzt dich kaputt. Ich bin aber immer noch so beim Gedankengang, dass ich die Story, die Gengar hinter Mystery Dungeon hatte, echt cool fand. Ja. Weil wenn man mal überlegt, ne, dass man eigentlich die ganze Zeit dachte, Gengar hätte einen verpfiffen, weil er einen nur loswerden wollte. Und dann später merkt man, dass er dich eigentlich verpfiffen hat, weil du ihm so ähnlich bist und Angst hatte, dass er auch auffliegen würde. Hallo Nachtara, wie geht's? Umbrellamon! Ist das dein englischer Name? Nein, eigentlich heißt es Umbreon, aber ich habe dann irgendwann, vorhin im Skype doch geschrieben, ne? Als ich Umbreon schrieb, Umbrellamon! Yay! Ja, man sollte die Namenversetzungen in Spielen doof. Oder auch in Sendungen. Namensbesetzung ist generell nicht immer das Beste. Du bist aber immer noch sehr freundlich dabei. Ich habe gehört, es ist ein Paper Mario Style. Du kennst doch diese Schattentrio da. Ja, ich weiß schon. Da war die eine, ich glaube Vivian heißt im Deutschen, war sie in der japanischen Version ein Kerl. Meine ich, oder war das Name von ihm?
sein. Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber du kennst den Schwarzmagier aus Kingdom Hearts, ne? Ja. Vivi. Den kenne ich. Hat eine weibliche Stimme. Wird in vielen Foren als Dame tituliert. Ist ein Kerl. Ich meine, es wird nirgendwo abgestritten, dass Vivi ein Kerl ist im ganzen Spiel. Es ist einfach nur die Blödheit der Menschen. Ja. Aquana, yay, das ist mein Job. Dann schon, ich hab dich gerade ausgewechselt, weil du schon Level up warst. So, ja, dann, Kriegst du ein Bild. Du willst mich doch nur mobben. Das letzte müsste Psyana sein, oder? Blitzer? Psyana habe ich bereits geschlachtet. Achso, dann war Blitzer das letzte. Okay. Ja. Ich glaube, ich wechsle das Pokémon. Nee, halt. Blitzer gegen Wasser. Richtig scheiße. Aber ich. Moment. Blitzer ist gegen Wasser richtig scheiße? Was sag ich doch wirklich? Was für ein Bullshit, was du willst. Das ist ja fast so wie ein bekannter Let's Player, der sagt... Und Moment, da muss ich gerade nochmal überlegen, wie war das? Was war das? Stahl ist gegen Feuer effektiv, oder was war das? Auf jeden Fall ne, war das Geile, der hat eine ganze Folge lang total die Typen verdreht und totalen Bullshit gelabert. Die Folge war trotzdem schön. Warum ist das nicht Pokédex? Der ist so sinnlos. Ernsthaft. Der Pokédex hat für mich in keinem Pokémon-Spiel richtigen Sinn ergeben. Außer du machst jetzt echt den geilsten Fehler, den du machen kannst. Mhm. Du benutzt ein Vogel-Pokémon gegen Blitzer. Auch scheiße mit der Effektivität. Elektro gegen Flug sehr effektiv. Du kannst dann nur mit Ruckzuck-Hieb attackieren. Ich auch. Kannst nur hoffen, dass er jetzt nicht Donnerblitz oder sowas einsetzt. Okay, das wird auch schon ein Ende sein mit dem Donnerschock. Oder? Kollege, ich bin 8 Level über dem Teil. Ja, ich bekämpfe Competitive normalerweise Gegner, die 20, 30 Level über mir sind. Level 26, damit sind alle 26. Das ist der Grund, warum ich Shulu benutzen wollte. Du solltest lieber auf die Typen achten. Um das Leveln kümmere ich mich doch. Ansprechen. Habe ich wen vergessen? Nein. Alle Kimono Gold hast du besiegt. Danke. Ja, wie ein Tanz. Ich habe dich kaputt. Ich habe dich kaputt geklappt. Danke. Du hast dich zerfickt. Ja, danke für den Surfer. Weißt du, was ich ganz ehrlich noch erwarte? Und das soll jetzt keine Anregung für Nintendo Game Freak oder sonst wen sein, sondern eher so ein sarkastisches Bitte tut es nicht. Ich erwarte ganz ehrlich noch, dass irgendwann eine Drachen, eine Stein, eine Stahl, eine Geist und alles Entwicklung von Evoli kommen. Ich meine, wir haben Psycho, Unlicht, Eis, Pflanze, Feuer, Wasser, Elektro. Irgendwann kommt noch Bugwulli oder sonst was. Oh, die Namen sind ja eh bescheuert geworden bei den Pokémon. Wer würde sein Pokémon Schnuthelm nennen? Was, es gibt ein Pokémon, das heißt Schnuthelm? Ja. The fuck? Schnuthelm und Laukaps tauschen und sie entwickeln sich weiter. Der Witz ist ja, Schnuthelm entwickelt sich in ein Pokémon, das sieht aus wie ein Laukaps in größer. Und Laukaps entwickelt sich in ein Pokémon, das sieht aus wie ein Schnuthelm in nur größer. Kavalanthas heißt das, in das sich Laukaps entwickelt. Ja, ich laufe gerade im nächsten. Hallo! Und das letzte Mal darf auch ein Pokémon von uns, ne, das wir auch benutzen, gerne eine VM erlernen. Ich habe verstanden. Denn soll Schärfer kriegen. So in etwa, ja. So könnte man das formulieren. Ich wollte es noch etwas poetischer ausformulieren. Aber jetzt lass ich bleiben. Jetzt hast du mich gedisst, ey. Am besten für irgendwas Nutzloses. Kratzer oder haben wir Silberblick noch? Ich geh mal nachgucken. Oh, damn.
Ja, ich kann nur 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zurück und kommt, aber deswegen, ja. Nein, darum machen wir das. Raserei ist nicht gerade so. Raserei ist erst dann effektiv, wenn du viel Schaden einstecken kannst, aber dein Gegner viel HP hat. Das heißt eigentlich fast nie. Es sei denn, du hast einen Potrott, hast Raserei drin und dein Gegner ist irgendwas, was keinen Schaden macht, aber viel HP hat. Also im Klartext, es kann weg. Ja. Raserei ist nützlich, wenn Potrott gegen Potrott kämpft. Das finde ich amüsant, muss ich sagen. Wer ruft jetzt an? Holger. Jin, guten Abend. Ich bin's, Holger. Hast du eine Minute Zeit? Mein Tangela sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Nidoran-Männchen zu besiegen. Wow. Du musst dein Team verstärken. Du musst dein Team erstmal erweitern. Ich meine, wie weit willst du mit einem Tangela? Hier kann es sich noch nicht einmal entwickeln. Tangulos kommt erst in der 4. Generation. Hallo Miltank, Level 13. Die in der Arena war stärker. Das in der Arena war stärker. Sprich da einfach. Das sind verschwendete HP. Für ja. Die paar XP, die du bekommst, ist das wirklich keinen Wert. Ja, stimmt. Ich merke gerade 13 Level unter mir ist unter meiner Würde. Du hast Würde? Route 39. Links gibt es ein Nugget, aber den brauchen wir nicht. Und runter geht's in die nächste Stadt. Danke. Die habe ich alle schon umgenietet. Die tun ja nichts mehr. Die sind lieb. Die machen nichts mehr. Und hier wäre eigentlich das Event getriggert. Und ja, in die Arena gehen könnt ihr ja gerne mal tun. Da wirst du nicht allzu viel vorfinden. Das ist eine von den Arenen, wo du alles connecten musst. Welche okay. Trainer? Ja, mal überlegen. Muss, wie kann ich dir das Event auslösen? Das Event erfordert erstmal, dass du eine andere Arena besuchen kannst. Denn das ist die 6. Arena. Wie jetzt? Da in den Turm brauchst du noch gar nicht gehen. Du hast Surfer beigebracht. Ja. Du siehst Wasser, oder? Genug. Und ein Weg nach unten. Der Weg ist dir scheißegal. Der führt dich nicht erst nur zum Bootssteck. Der bringt erst nach der Liga was. Wohin soll ich weiß nicht, wie das da ist, ne? Du siehst Wasser. Einfach nach links unten weg. Wenn du Trainer siehst, kannst du die mitnehmen, kannst du auch lassen. Ist total Wumpe. Unlogisch. Guck dir das an. Ich bin auf Dan gegangen. Du bist ein Lapras. Du hast dich transformiert. Transformer! Das ist in den weiteren Generationen sieht wenigstens das einigermaßen logisch aus. Nein? In der 3. Generation reitest du prinzipiell auf einem Weilmar? Aber da bin ich wenigstens da bin ich wenigstens noch da! Also, ganz ehrlich, ich muss dir jetzt mal empfehlen, auch wenn das wirklich so ein bisschen Overleveling sein kann, das nimm Raven davor. Vorne bist, ich hab's mir gerade auch schon gedacht. Ich stelle gleich das Team um, dass du vorne bist, damit jeder Gegner, der mir auf dieser Scheißsafferei begegnet, einen Donnerschock ab und dann ist Ende. Gerade mal kurz gucken, wie lange wir halt noch haben. Das ist auch mal das andere Ding. Ich stelle noch das Team um. Ja, dass du mal nachgucken sollst. Ich stelle noch kurz das Team um. Dann schau ich. Ich hoffe ganz ehrlich, dass du nicht mehr so viel Zeit hast. Oh, wow, wow. Das könnte hart werden. Ich würde dir mal raten, arbeite ein bisschen mit Fast Forward. Ich kann mich warten. Ich soll die ganze Stadt. Ich soll bis zur nächsten Stadt noch fahren. Die Pokémon außen vor lassen. Die sind total nichtig. Einfach hier durchsurfen und alle Trainer mitnehmen, die du kriegen kannst. Ist das möglich? Ja, weil du zu langsam bist. Denn ich hoffe hier gerade, du sollst alle Trainer mitnehmen. Für XP. Okay. Denn, und das wird jetzt richtig cool, du wirst es wahrscheinlich noch schaffen, mich zu entwickeln. Was? Auf Level 30 entwickle ich mich.
Baumwolle hat eine Scheißattacke. Senkt nur die gegnerische Initiative. Oder war es der Fluchtwerk oder sogar nur total nutzlos auf jeden Fall. Erst B, dann A. Und jetzt wieder fest vorbeugen. Und nach links weg. Ja, die Trainer kommen erst links. Du sollst halt nur die auf dem Weg mitnehmen, ne? Also die, die wirklich offensichtlich im Weg stehen. Oh, ich bin an Land. Ja, okay, dann bist du halt schon in der nächsten Stadt. Dann werde ich beim Offscreen leveln. Auf 29 trainieren. Ist das nicht eine geile Arena, Fragezeichen? Egal, es ist deine Arena. Ach, scheiße. Was? Aber wir haben was vergessen. Was? Wir müssen Stärke aus Olivianas City mitnehmen. Das ist denn deine Aufgabe, nicht meine. Ich würde dann jetzt hier mit dem Patienten die Hälfte da rüberschicken und er das dann in aller Ruhe zurückfahren und die Stärke mitzunehmen. Scheiße. Ich werde aber auf dem Weg wirklich alle Trainer dann mitnehmen. Ich will, dass ich jetzt ein Anführer werde. Ja. Dann lerne ich Donnerschlag. Yeah. Und ich stopfe dann jetzt die Aufnahme. Bis gleich, meine Leute.